So, liebe Webinar-Freunde und Cryptex-Freunde, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zum Freitagabend. Ich freue mich, dass doch der Webinarraum recht gut gefüllt ist und möchte mit meinem Webinar zum Thema Cryptex beginnen. Ich denke, die meisten, die kennen mich. Ich habe das ja hier einfach mal aufgeschrieben, will mich da kurz fassen. Wer ich bin, der Name ist Siegfried Schröder und wer mehrfach die Webinare besucht, kennt mich und wird mich auch kennenlernen. So, gehen wir weiter. Was erwartet uns? Was habe ich mir vorgenommen in diesem Webinar? Ich werde darüber sprechen zu Grundlagen. Denn es geht nicht ohne Grundlagen. Man muss bestimmte Begriffe, ich verwende Begriffe und diese Begriffe, sage ich ganz einfach mal, die sollte man ja zumindest gehört haben und sich dann auch irgendwo einprägen. Also Begriffserläuterung über den Ablauf. Ich werde auch zum Thema Scam sprechen. Ist für mich persönlich ein sehr wichtiges Thema. Und ich werde dazu sehr ausführlich den Beweis antreten, dass es sich hier nicht um Scam handelt. Zum Ablauf zweitens über den Kauf, ja, wenn ich kaufen möchte, Kontrakte, wenn ich verkaufen möchte, alles das werde ich im zweiten Punkt erläutern und im dritten Punkt Vertrieb. Gleich hier die Bemerkung, weil ich ja auch weiß, der ein oder andere mag Vertrieb nicht, jeder kann, aber keiner muss. Und ich glaube, ihr werdet auch im dritten Punkt, wenn ich über Vertrieb spreche, merken, das ist ein ganz anderer Vertrieb. Das ist nicht das, was ihr kennt mit diesen Network-Marketing-Geschichten und so weiter und so fort. Aber das werde ich dann ganz konkret im Punkt sagen. Als erstes muss ich natürlich auch meinen gesetzlichen Verpflichtungen Rechnung tragen, den Disclaimer verlesen. Also es handelt sich um keine Finanz-, Handels-, Anlage-, Rechtsberatung oder sonstige Beratung. Es sind einfach meine Informationen, meine Erkenntnisse, mein Wissen, was ich zum Thema Cryptex zusammengetragen habe. Das setze ich um, das bringe ich hier zum Ausdruck und jeder kann für sich entscheiden, was er hier übernimmt. Ich lese das jetzt nicht vor, sondern das kann jeder selber lesen und ich denke, damit habe ich auch den gesetzlichen Grundlagen Rechnung getragen. Zum Thema 1, Grundlagen Begriffserläuterung. Wollen wir über das Thema Staking sprechen? Staking einmal ganz allgemein und dann, was ist DeFi-Staking? Das sind ja zwei, vielleicht für den einen oder anderen, vollkommen neue Begriffe, noch nie gehört. Und andere, die wissen das, die kennen das. Wer also im Internet unterwegs ist, wer in der Kryptoszene unterwegs ist, weiß mit Sicherheit, was Staking ist. Das ist eine Möglichkeit, bei der du durch das Halten, man kann auch sagen, fest anlegen oder einfrieren von bestimmten Kryptowährungen. Ja, wir befinden uns ja im Kryptobereich. Da bekommst du Prämien. So, und diese Prämien, auch Rewards genannt, ja, wir sind ja nur inzwischen fast Engländer geworden, die Rewards sind sehr unterschiedlich in der Höhe. So, aber darauf gehe ich dann auch ganz konkret ein. Was ist das DeFi-Staking? Das ist dieser Begriff DeFi, eigentlich konzentriert sich auf dezentrale Finanzen. Ja? Das ist ein ganz spezieller Begriff und dort eigentlich genau das Gleiche, was ich oben allgemein gesagt habe. Belohnung bekommt man, indem man einfach Coins in Kryptowallets sperrt oder einfriert und einfach dafür dann die entsprechenden Belohnung bekommt. So, und das Ganze kann man auch nennen als das moderne Sparbuch. Ich habe das von einem Kollegen übernommen und finde den Begriff sehr gut, aber wesentlich lukrativer. So, und Belohnung in Höhe von 0,1 bis 0,3% sind beim Staking durchaus möglich. Man kann das auch vergleichen, vielleicht weiß der ein oder andere, der noch etwas älter ist, vielleicht in meinem Jahrgang, das Ganze, ich sage jetzt einfach mal, einfrieren, fest anlegen, war ja vor noch einigen Jahren, gibt es zwar heute noch, fängt jetzt wieder an, ganz sachte, aber vor einigen Jahren, als die Bankenwelt noch in Ordnung war, war das gang und gäbe. Man hat dort einfach einen bestimmten Betrag, meistens größere Beträge, beginnend ab 10.000, fest eingefroren oder fest angelegt, 3 Jahre und hat dann dadurch viel mehr Zinsen gekriegt als das stinknormale Sparkassenbuch. So, und das hat sich natürlich verlohnt. Und das wird jetzt einfach, und das kann man so erklären, auch einen neuen, das wird jetzt mit Möglichkeiten der Kryptoszene gemacht. Und das ist eine sehr, sehr lukrative Angelegenheit.
Kommen wir zu den nächsten Begriffen. Das ist einmal der Smart Contract. Der Smart Contract ist nichts anderes als wie ein Vertrag, aber eben in maschinenlesbarer Form. Ihr kennt viele, viele Verträge, wer mal ein Haus gekauft hat, wer ein Auto kauft und so weiter und so fort, ist ja in Deutschland alles mit Verträgen verbunden. Ich liebe zum Beispiel Griechenland, dort zählt noch der Handschlag oder das Wort, aber in Deutschland muss einfach der Vertrag her. Und hier im Internet, denke ich, ist das auch erforderlich, weil es geht über die gesamte Welt. Ich kenne den, der in Afrika nicht ist, nicht so. Und da gibt es eben diese Smart Contracts und der Smart Contract ist personalisiert, also Siegfried Schröder mit Datum und so weiter und ist in eine Blockchain eingearbeitet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich erkläre jetzt hier nicht, was Blockchain ist, weil da auch mich in dieser Woche schon wieder Leute gefragt haben, okay, ist auch ganz normal, wer da neu reinkommt, was ist Blockchain? Kann ich aber heute hier gar nicht erklären, weil das einfach den Rahmen sprengen würde. So, und wenn das aber in der Blockchain ist, ist es unabänderbar. Also dann ist es drin in der Blockchain, kann nicht mehr geändert werden, läuft dann, und ich sage es mal ganz brutal, egal, ob du noch da bist oder nicht. Ja? Ich bin ein altes Semester, aber das kann auch jungen Leuten passieren. So, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann läuft der Smart Contract. So, und da richtet sich nicht danach, ob ich nicht mehr auf dieser Welt bin oder nicht. Und das sind sehr, sehr interessante Geschichten, die muss man einfach mal wissen. So, was ist das Krypto-Wallet? Wallet ist ja auch so ein Begriff, den man immer wieder mal hört oder immer wieder hört, wenn man in der Krypto-Szene unterwegs ist. Das ist ein kostenloses und mit Angabe der Mail-Adresse kann man vollkommen anonym dieses Cryptex-Wallet eröffnen. Ja, mal, anonym und so weiter, gehe ich alles noch drauf ein. Durch diese Eröffnung und Zeichnung eines Kontrakts entstehen dem Inhaber des Wallets keine vertraglichen oder finanziellen Verpflichtungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, du gehst zwar so einen Kontrakt ein oder du eröffnest so ein Wallet, gehst aber keine vertraglichen oder finanziellen Verpflichtungen ein. Das muss einfach nochmal erklärt werden, weil es viele andere Geschichten gibt, wo du dann später zur Kasse gebeten wirst und so weiter und so fort. Das ist alles hier überhaupt nicht der Fall. So, der DeFi-Hybrid-Kontrakt, das ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Wallet, also mein persönliches Wallet, der Versicherung und der Bank. Was hier eine Versicherung will, was hier eine Bank will, das sage ich euch dann alles noch. Ja? Der DeFi-Hybrid-Kontrakt enthält wichtige Details wie deine Kontraktnummer, ist ja wichtig, denn die hast nur du, die Laufzeit, Gewinne, Gebühren, Prämien, Zinsen und so weiter und so fort. Ein Kontrakt enthält die Bereitstellung von Kapital in US-Dollar durch die Bank auf das Wallet. Das wird dir auf das Wallet übertragen für eine Laufzeit von, ich habe es hier draufgeschrieben, 2, 3, 5, 7 bis 10 Jahren. Hier ist bewusst 2 und 10 mit Sternchen gekennzeichnet. Das heißt, die gibt es noch nicht. Die werden aber im Laufe der nächsten Monate bzw. im nächsten Jahr spätestens da sein. Und das ist eine äußerst interessante Entwicklung. Ja? Obwohl anonym, aber darauf gehe ich dann nochmal ein. Aber im Hintergrund passiert unwahrscheinlich viel. Es dürfen pro Wallet bis zu 20 Kontrakte gezeichnet werden. Ja? Es reicht aber vollkommen aus, ein Kontrakt, fertig aus, aber ich kann auch 20 Kontrakte machen. Jeder Kontrakt hat eine Gebühr von $100, welches unwiederbringlich und für Vertrieb und systemrelevante Erfordernisse verwendet wird. Also ausschließlich die $100 werden verwendet. Die sind doch weg. Auch das sage ich von Anfang an. Die Gebühr ist weg. So. Und wenn ich mich entscheide, einen Kontrakt für eine Gebühr von $100 zu kaufen, dann werde ich nicht irgendwann mal in den nächsten 2, 3 Monaten oder einem Jahr aufgefordert, zahl mal nach und so weiter und so fort. Wir kennen alle diese Geschichten. Dann habe ich $100 mit einem Kontrakt gezeichnet, fertig aus. Für eben 3 Jahre, für 5 Jahre, für 7 Jahre, das, was es momentan gibt. Gut. Jetzt komme ich nochmal zu den Begriffserläuterungen ganz konkret für Cryptex. Und da wird es ja sicherlich interessant für uns. Bei Cryptex wird ein fixer Betrag in Höhe von $43.200 für 5 Jahre, 60 Monate, oder $30.240 für 3 Jahre, 38 Monate oder mehrere Jahre und Monate. Ich habe mal die 2, weil die ganz aktuell sind und vor allen Dingen das letzte 3 Jahre ist ja erst vor 1,5 Wochen oder wann es war, dazugekommen. Also ganz frisch.
So. Und die Rewards für das Fünfjahresprogramm liegen bei durchschnittlich 0,20% pro Tag. Ich bin doch einige Wochen schon dabei und kann das bestätigen, dass das nicht nur 0,2, sondern immer so 0,22, 0,28, also über 0,20% pro Tag. Und immer auf den festgelegten Betrag in Höhe von $43.200 bezogen ist. So, und jetzt werden bei einigen sicherlich schon die Rädel sich oben angehen im Gehirn, weil bei mir war das mal genauso. 0,2% klingt wenig, aber pro Tag, und das 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 360, 65 Tage im Jahr. Und das bezogen immer auf die $43.200. Das kann man schon einfach mal im Kopf schauen, ist eine Wahnsinnssumme. So. Für das Dreijahresprogramm fehlen noch Durchschnittswerte. Es wird aber circa bei 0,1 bis 0,18, vielleicht auch 0,2, ich weiß es noch nicht, aber 0,1 bis 0,15 wird jetzt schon erreicht. Ne? Ich sagte ja, es gibt es erst seit anderthalb Wochen, aber viele haben schon die Kontrakte angelegt, auch ich, und kann das bestätigen, dass das auf alle Fälle immer größer als 0,1 liegt. So. Kommen wir zur nächsten Folie. Hier sind einfach mal zwei Kontrakte abgelichtet. Hat mir ebenfalls mein Kollege Mario zur Verfügung gestellt. Das ist einmal der kleine, so nenne ich es mal, der kleine Bruder. Also der Dreijahresvertrag 30.240 und 43.200. Ja? Und ihr seht, das ist eine Ablichtung aus dem Vertrag, oder den Kontrakt, die es ja gibt. So, das heißt, ihr seht, euren Betrag in euren persönlichen Kontrakt drinne stehen. So, und das wird ständig erweitert, indem jeden Tag die Zahl, die Prozentzahl dazukommt. So, kommen wir jetzt zum Ablauf. Und das ist ja wichtig. Jetzt habe ich allgemein gesprochen. Vielleicht noch eine Bemerkung. Ja, die fällt mir ein. Hätte ich vielleicht schon vorher sagen müssen. Aber kann ich hier ja noch ergänzen. Also, ihr habt Begriffe gehört. So, und es ist ganz normal, wenn jemand heute das erste Mal hier dabei ist oder generell noch nicht so viel Erfahrung mit Krypto hat, vielleicht ein bisschen skeptisch auch ist, weil viele Begriffe auf einen einschwören, macht euch sachkundig. Geht zu Google, recherchiert dort, gebt dort einfach so einen Begriff, den ihr gehört habt, gebt das einfach mal dort ein. Geht zu YouTube, guckt euch die Webinare an. Es gibt ja nicht bloß die Webinare oder Videos, was ich jetzt mache. Der Mario macht mehrere Webinare. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, wo ihr euch einfach mit dem Thema beschäftigt. Das muss sein. Ich sage das klipp und klar, das muss sein. Man muss gewisse Grundbegriffe, die muss man einfach drauf haben. Ansonsten, was soll das Ganze? Ich mache einfach mal mit, warte mal die 3 Jahre ab. Okay, ja, aber ein paar Grundbegriffe sollte man schon wissen. Was Staking ist, ich habe es versucht zu erläutern. Wie es abläuft technisch, muss ich nicht wissen. Aber ich sollte schon wissen, wie kann ich denn Staking erklären, jemandem, der vielleicht das erste Mal was von Cryptex hat. Also, wie ist der Ablauf? Erstens, du beantragst ein Konto. Das heißt, du meldest dich an, mit mindestens einem Kontrakt, ja, du kannst bis maximal 20 Kontrakte abschließen und bezahlst die Gebühr von $100 per Kontrakt. So, ganz wichtig. Es reicht vollkommen aus. Anmelden, einen Kontrakt und eine Gebühr von $100 abschließen. Fertig, aus. So. Der Nächste, der sich das angeguckt hat, macht vielleicht, ja, es gibt es auch. Ich habe auch Kunden, die von Anfang an gemacht haben. Die haben gleich 20 Kontrakte gekauft. Ja? So, und macht dann später. Ich kann also immer wieder zu meinem Wallet mehrere Kontrakte bis zu 20 hinzufügen. Werde ich auch dann einfach nochmal drauf eingehen. Was passiert jetzt? Und das ist ganz, ganz wichtig. Es wird im Hintergrund, das ist wichtig zu wissen, im Hintergrund, das hätte ich normalerweise schwarz machen müssen, im Hintergrund, also hervorheben müssen, eine Versicherungspolice. Ich bin heute auch gefragt worden, wie wird das alles und so weiter, die ganz normalen Fragen. Für einen Neuling ist das vollkommen klar, wie kommt das Geld und woher und was kriegst du, muss ich dafür bürgen und. Ist alles ganz normal. Ja? So, aber ich muss wissen, im Hintergrund wird eine Versicherungspolice erstellt, mit 108.000, also in Größenordnung über 100.000. Und das ist jetzt von dem 5-Jahres-Vertrag. Und diese Versicherungspolice wird bei einer Bank mit 43.000, also Kredit für einen 5-Jahres-Vertrag, beliehen. So.
Das Neue an der Geschichte ist, dass das im Hintergrund erfolgt. Nicht du musst eine Versicherungspolice abschließen und dann den Kredit dir eine Bank raussuchen. Nein, das wird im Hintergrund für dich gemacht, aber in deinem persönlichen Wallet angezeigt, übertragen. Punkt aus. Das ist so. So. Das ist auch eine Geschichte, die es nicht bloß hier bei Kryptex gibt. Die gibt es, die ist entnommen, ich hätte entliehen oder entnommen aus der realen Welt. Ich kenne das persönlich in der Familie. Was war denn in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre? Ja, man merkt ja, ich komme aus dem Osten und ja, wir hatten ja gar keine Erfahrung, wir hatten die Geld und so weiter und so fort. Und was Erstes waren die Versicherungsfritzen. Die standen da, haben geklingelt. So, und die haben uns gesagt, Mensch, mach doch eine Versicherungspolice. Okay, die müsst ihr bezahlen, die Versicherungspolice. Ich nehme es vor, hier musst du das nicht bezahlen. Aber ich will ja ein Beispiel nennen. Ne? Die musst du bezahlen, dann gehst du zu deiner Bank und die Versicherungspolice beleihst du. Ey, das funktioniert. Wir haben das selber in der Familie gemacht. Dafür haben wir eine Eigentumswohnung gekauft. Ja? Drittens, die US-Dollar, habe ich ja schon bei den anderen Punkten gesagt, werden dir in dein Konto gestellt und nehmen für dich am Staking. Jetzt kommt wieder der Begriff. Und deswegen ist es ja so wichtig, einfach mal Staking zu wissen, was ist es. So. Und da werden eben diese täglichen Renditen zwischen 0,18 bis 0,4. Also das schwankt natürlich. Ne? Das ist nicht fix, sondern das schwankt. Aber es werden Renditen auf diese Zahlen erwirtschaftet. Und das ist schon spannend. So, und jetzt kommt auch ein spannender Punkt, weil ich höre es schon, ja, was ist denn mit Kosten? Hast ja selber was davon erzählt. Nämlich eine Versicherung abschließen, ja, das kostet jeden Monat Kosten. Ein Kredit zur Verfügung stellen, das kostet Zinsen und auch Gebühren. Diese laufenden Kosten musst nicht du bezahlen, sondern die werden aus den Gewinnen, ja, die werden aus den Gewinnen bezahlt. So, und jetzt könnt ihr euch ja schon mal überschlagen, was passiert denn 0,2% beim 5-Jahres-Vertrag auf 43.200, da kommt eine Menge zusammen am Monatsende. Und ihr werdet es ja selber feststellen, am Anfang guckt man jeden Tag rein, ging mir genauso am Anfang, auch heute gucke ich noch rein. So, und dann stelle ich fest, ey, der erste Tag, ja, der haben recht gehabt, es wird übertragen. Der zweite Tag, ja, funktioniert. Am fünften Tag gucke ich das nächste Mal rein. Ey, die Summe ist größer geworden. Am 25. Tag, ey, stolze Summe. Am 30. Tag, das platzt ja fast. Und am ersten Tag des neuen Monats stelle ich fest, da fehlt ja was. Liebe Leute, das sind die Zinsen bzw. die Gebühren der Versicherung, die abgezogen worden sind, die nicht du bezahlt hast, sondern das läuft alles intern, das läuft im Hintergrund. So wie es hier da steht. So. Jeder Cent ist von Beginn an bis zum Ende der Endabrechnung in deinem Online-Konto nachvollziehbar. So. Also jeder kann Cent für Cent, Euro für Euro, Dollar für Dollar nachsehen. Am Ende der Laufzeit ist Kassensturz, Abrechnung, Rückabwilligung und du bekommst den Rest. Siebtens dürfen keine Aussagen, Ablaufleistungen und so weiter getätigt werden. Also ich kenne ja das Ganze und ich habe das ja auch viel erlebt. Ich habe es auch selber gemacht. Excel-Tabellen rausgegeben, schön gerechnet. Ich bin ein Fan von Excel. Aber in der Zwischenzeit bin ich etwas skeptischer, weil ich auch eine sehr, sehr gute Begründung immer wieder die ganze Zeit gehört habe. Da hat ja auch der Mario einen großen Anteil dran. Was bringt dir das? Was bringt dir so eine Excel-Liste, um einfach, ich werde zwar dann auch noch mal ganz kurz drauf eingehen und eine Excel-Liste am Ende zeigen, es ist ein Überblick. Es soll eine gewisse Erwartungshaltung prägen, aber nicht mehr und nicht weniger. Das Letzte ist, eine Excel-Liste zu machen und sagen, so genau nach 36 Monaten kommt das raus, was ich mal vor 3 Jahren in Excel errechnet habe. Quatsch, geht nicht. So, der 8. Punkt ist schließlich, neben dem außergewöhnlichen Produkt kommt noch ein ebenso genialer Marketingplan, also Vertrieb dazu, welcher uns alles sofort ins reale Geld verdienen bringt. So, und das ist eine stolze Menge. Ich gehe dann in Punkt 3, wenn ich Vertrieb erläutere, einfach darauf nochmal ein. Also es gibt die Möglichkeit zu verdienen nach 36 Monaten, wenn ich einen 3-Jahres-Vertrag mache, oder nach 5 Jahren, wenn ich 5-Jahres-Vertrag mache. Aber es gibt auch, wenn ich Vertrieb mache, sofort Cash in the Dash Geld zu verdienen. Und das nicht schlecht. Ich werde euch das anhand meines eigenen, nicht um zu prahlen, sondern um einfach aufzuweisen, nachzuweisen, was geht. Komme ich zum Thema Scam. So, und ich kann mir sehr gut vorstellen, nachdem ich
den Ablauf jetzt erläutern habe. Es wird im Hintergrund, wird da irgendwas bereitgestellt und da erzählt was von Größenordnung. Die sind jenseits von Gut und Böse. Das ist Scam. Ich bin genauso rangegangen. Als mir das ein lieber Kollege gesagt hat, Freund, ey, Cryptex, da habe ich mir das angehört, habe ich gesagt, lass es mal, das geht doch an, das ist Scam. So, dann habe ich mich auch damit beschäftigt, habe viel recherchiert und mal nachgeguckt, was ist denn Scam? Scam ist in der Regel, Geld ist weg. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, ich könnte fast wetten, viele, viele, die heute hier im Webinar sind, haben das alles schon mal erlebt, haben Scam, sind reingefallen auf Scam, Geld ist weg, hoffentlich nie allzu viel. Und das Motiv von Finanzbetrug ist in der Regel immer wieder Geld. Jetzt muss ich mir aber die Frage stellen, und das war der springende Punkt. Welches Geld soll denn geklaut werden? Die 100 Dollar, die ich als Gebühr bezahle? Wirklich? Was wird denn bezahlt von den 100 Dollar? Ja, es wird der Marketingplan, komme ich dann im Vertrieb nochmal dazu. Da gibt es ein super, super Leader-Programm und kann jeder werden. Und da kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Das heißt, da ist ja schon mal 180 zusammengekommen. Und aber 100 zahle ich nur ein. Also das, liebe Leute, das kann es nicht sein. Es wird vielleicht der ein oder andere sagen, du zahlst 100 ein, 180 brauchen die. Ja, das ist richtig. Da wäre jede Firma schon pleite gegangen an der Stelle. Aber nicht Cryptex. Das ist ja auch keine Firma. Komme ich dann noch dazu. Ja? Also Geld wirklich Einnahmen, 100 Dollar, 180 Dollar pro Quartal, funktioniert nicht. Also muss im Hintergrund was anderes erwirtschaftet werden, nämlich Staking. Sonst geht es nicht, liebe Leute. Sonst geht es nicht. Und übrigens, die Firma besteht seit 6, 7 Jahren. Die ist also nicht erst seit gestern oder vorgestern auf dem Internetmarkt. Ja, muss man auch wissen. Ist auch ein ganz wichtiges Kriterium. Eine nächste Frage. An dieser Frage wäre ich bald, ja, würde ich heute hier kein Webinar machen. Wer ist Cryptex? Wir sind Deutsche. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Aber in der Regel ist es doch so. Wir fragen als erstes. Wer ist denn der CEO? Ist der Name bekannt? Ist die Telefonnummer bekannt? Wo ist die Webseite? Hat die Webseite ein Impressum? Und. Wir fragen uns Löcher im Bauch jenseits von Gut und Böse. Macht das mal. Geht mal rein, recherchiert mal Cryptex. Cryptex ist anonym. Das ist keine Firma. Das bin ich, das bist du, wenn du Mitglied wirst oder schon bist. Das sind die Gründer, die Supporter, die Community, also die gesamte Community. Alle, die hier drinnen sind in dieser Community, das ist Cryptex. Dennoch, und das will ich klar an der Stelle klipp und klar sagen, auch wenn es anonym ist, wirkt im Hintergrund für uns wie Einzelmenschen. Leute, die uns bedienen. Die geben uns als Support Antworten auf ganz konkrete Fragen. So. Ich habe das selbst getestet. Fragen, da antwortet nie irgendwo ein Computer, wähle die Taste 3, 4 und dann kommt immer noch von so einem Roboter eine Stimme. Ist es das? Kennt ihr alles? Nein, du kriegst ganz klar eine Antwort. Oder die neuen Entwicklungen, die jetzt in den letzten Wochen gekommen sind. Da muss ja was passieren. Da muss ja was im Hintergrund. Die Einzelmenschen, die müssen ja was tun. Und die tun was. Das ist nicht irgendwo eine Farce, wo was im Internet steht und dann, ja, da ist mal was. Nein, da passiert was, obwohl anonym. Leute, stellt euch doch einfach mal vor, wenn das nicht der Fall ist. Und wir kennen das alles. Wir wollen wissen, wer ist der Name? Wir schreiben die an. Die Leute, die können einfach nicht mehr vor Arbeit, weil die so viel zu tun hätten, wenn alles bekannt ist, wenn die Namen bekannt sind, wenn die werden im Internet zerflattert, bevor sie überhaupt richtig begonnen haben. Das passiert hier bei Cryptex nicht, weil sie anonym sind. Und das war für mich der springende Punkt, als ich das begriffen habe. Als ich begriffen habe, die riesen Vorteile, wenn das anonym ist. Die Versicherung ist anonym, die Bank ist anonym. Stellt euch das vor, so eine Versicherung ist weltweit tätig und die macht solche Geschäfte und man kennt die. Die können sich nicht vor Anfragen retten. Die haben nur noch Anfragen zu beantworten. Da kann man nicht arbeiten. Funktioniert nicht. So. Und als ich das begriffen habe und die Vorteile dieser Anonymität, dann habe ich gesagt, ey Leute, das ist genial. Und lasst euch das einfach mal durch den Kopf gehen.
alle die Fragen, die ich jetzt zu Scam und so weiter behandelt habe, vielleicht auch ein bisschen ausführlich, auch mit, ja, mit meiner Begeisterung, kommen wir doch immer wieder am Ende darauf zurück. Ey, warum war ich denn bei Bitcoin nicht dabei? Ich habe es mal vor 5, 6 Jahren gehört. Ich habe es auch nicht weiter betrieben, weil ich es nicht begriffen habe, weil es keinen gab, der mir es richtig, sag mal, einfach begeistert rübergebracht hat. Wie wir heute, und da bin ich ja nicht alleine, das Thema Cryptex behandeln. Wo warst du, als die Microsoft-Aktie auf den Markt kam, die Apple-Aktie auf den Markt kam? Bist du eingestiegen? Ich kann das die Frage beantworten. Nein, denn da wärst du heute nicht in diesem Webinar, dann wärst du Millionär. Ich auch, würde ich wahrscheinlich das Webinar nicht machen. Oder erst recht, ich weiß es nicht. Aber das ist Spekulation. Die Grundfrage ist ja die, am Ende bedauern wir nur die Chancen, die wir nicht genutzt haben. Das ist so. Seid mal bitte ehrlich zu euch. Und da ist es doch ganz legitim, heute zu fragen am Anfang hier in Deutschland, solange gibt es das Projekt noch nicht in Deutschland. Ja? So, kann es nicht auch Cryptex sein? Die Frage ist legitim. Die wird aber nicht heute beantwortet, die wird auch morgen nicht beantwortet. Wir leben heute. Heute erkläre ich das Ganze. Versuche ich das zu erklären. Was morgen ist, weiß keiner von uns. Keiner. Ganz deutlich keiner. Wenn mir einer erzählt, morgen gibt es das nicht mehr. Also Leute, den banne ich aus allen meinen Kontakten, weil er das nicht wissen kann und auch nicht weiß. Kurz noch zu einer Win-Win-Situation. Das ist auch wichtig zu wissen. Eine Win-Win-Situation tritt dreimal. Ich will es dreimal erläutern. Einmal für die Versicherung, für die Bank und für uns User. Kleinen Moment, ich bitte darum, keine Fragen jetzt stellen, bitte am Ende, weil ich gehe dann am Ende auf jede Frage ein, auf jede Frage, die ich beantworten kann. Aber das mache ich dann am Ende, bitte jetzt nehmen wir ein Webinar, ich kriege das hier angezeigt und ja, das ist nicht schön. Also bitte einfach keine Frage stellen, einfach das ändern und wenn ich noch wo ich aufmerksam gemacht habe, dass es sich nicht ändert, dann leider das Webinar verlassen. Einmal eine Win-Win-Situation für die Versicherung, für die Bank. Die wären ja blöde, die Versicherung und auch die Bank, wenn die das nicht machen würden. Die bekommen Monat für Monat 36 Monate oder 60 Monate oder 84 Monate Prämien. Hier ist eine Zahl 300 US-Dollar Prämie gezahlt. Die Bank, die kriegt Zinsen. Das kriegt die jedes Jahr, die Zinsen. Die kriegen Gebühren. Die werden doch bescheuert, wenn die das nicht machen. Das ist eine garantierte Bank für die Bank. Also, ja, ihr wisst, und natürlich auch für die Versicherung, wie ich das meine. So, und für uns User erst recht, ein risikofreies Investment, ich zahle 100 Dollar Gebühren, mehr nicht, auf Ewigkeit, nicht mehr und nicht weniger. Es sei denn, ich kaufe noch irgendwo einen Kontrakt dazu. Aber das ist mir überlassen, ich muss es nicht. Ne? Also risikofreies Investment in einen überschaubaren Zeitraum und attraktive Renditen allemal. Zum Ablauf. Du meldest dich an und liebe Leute, die Anmeldung, die ist fantastisch. Sowas findet man ganz, ganz selten. Ich bin so lange schon im Internet unterwegs, eine Anmeldung in dieser Form. Du bekommst einen Link von deinem Sponsor, von mir, das seitdem, wo du arbeitest, ihr seid ja teilweise schon in Strukturen eingeordnet, dann habt ihr von euren Sponsor einen Link bekommen, dann öffnet sich dieses Fenster für die Anmeldung. Ja, das ist der erste Schritt, kostenlose Anmeldung. Da steht hier oben die ID oder vom Sponsor drin, dann gebt ihr euer E-Mail an, jeder hat ein E-Mail. Ihr tragt euer Passwort ein, wiederholt das Passwort und registriert euch. Fertig aus. Nicht diesen ekligen Schnulli, den wir kennen, verifizieren allen Bibabo. Kann auch noch kommen, wenn es um größere Summen geht, wenn es um Auszahlung geht. Momentan nicht. Fertig aus. Ja? Ihr kennt das ganze Elend mit dem Verifizieren. In der linken Hand einen Ausweis, in der rechten Hand noch ein Zettel, das heutige Datum, um welches Unternehmen. Wie soll man das machen? Du fragst die Frau, die lächelt und so weiter und so fort. Ja, sie macht es dann am Ende, aber sie sagt dann auch, ey, was hast du hier? Gott, will ich mich nicht auslassen. Fantastisch einfach. Dann bezahlst du die 100 Dollar Gebühr und
die muss in Bitcoin bezahlt werden. So, jetzt höre ich und sehe ich die Augenbrauen, die ziehen sich hoch und so weiter und so fort. Aber ist normal. Manche sind nicht so gut, auf Bitcoin zu sprechen. Ich will das jetzt das Thema nicht ausweiten. Es hat aber auch Vorteile, Bitcoin. Bitcoin hat auch Vorteile. Ich will das nicht erklären, ich will nur nennen. Steuerrecht. Ich bin da auch, ja, man lernt ja auch. Am Anfang meiner Webinare habe ich da andere Bemerkungen dazu gemacht, da halte ich mich zurück. Bitte geht zu eurem Steuerberater, fragt, wie das ist. Musst du Steuern bezahlen? Ja. Das ist ausschließlich Sache eures Steuerberaters. Ihr werdet staunen, dabei ist es nämlich auch nicht. Aber da die Pflicht, ihr bezahlt denn ja, da muss ich sachkundig machen. Und da muss euch eine klare Antwort dazu geben. Also bitte, es sind auch Vorteile. So. Wer jetzt keine Bitcoins hat und das auch nicht weiß, weil er gar nicht einen Plan hat, wie er das machen kann, hat keine Tauschbörse und so weiter, unterstützen wir euch. So. Wir haben das schon gemacht, das alles, das mache ich fast Tag für Tag. Ihr überweist mir auf PayPal oder auf IBAN meiner Trastra-Karte. Trastra ist auch so ein neuer Begriff. Das ist eine fantastische Karte, kann ich nur empfehlen. Oder mache ich mal ein Webinar separat. Und dann habe ich das Geld und dann tausche ich das in Bitcoin und unter Umständen, wenn ich einen Zugang habe, kann ich das auch gleich fix und fertig machen. Das ist eine ganz fantastische Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die und die ist noch einfacher. Ihr seid angemeldet, habt natürlich euren Accountnummer. Das wird hier eingetragen. Es wird die Größenordnung eingetragen, zum Beispiel die 100 Euro, dann wird es, ach nee, stopp, Entschuldigung, das ist die Übertragung der Gelder zwischen Cryptex Wallets, das ist nicht das, was ich meinte, sondern das kommt dann später, erkläre ich später nochmal. So, die Auszahlung ist genauso einfach wie die Einzahlung. Ja, die Einzahlung, das war das, wo ich mich jetzt ein bisschen vermehrt habe. Die Auszahlung, das ist genau das Gleiche. Einfach, hier tragt ihr euren Betrag ein. Hier vorne sind schon, hier oben sind schon Vorgaben, braucht ihr bloß anklicken. Aber es geht natürlich auch, so eine krumme Zahl 140 auszuzahlen oder 170 auszuzahlen. Habe ich alles gemacht. Geht. Das wird dann hier rüber übertragen. Dann drückt ihr auf den gelben Button und schon ist es in eurem Wallet, was ihr angegeben habt, nämlich hier die Adresse, wo es hin soll. Also geht innerhalb wenig kurzer Zeit. Kommen wir zum Vertrieb. Nochmal ganz klar, keiner muss, jeder kann. Ja? Hört euch das einfach mal an, auch die sagen, ich habe mit Vertrieb nichts am Hut, denn das ist ein konkret, ganz klarer anderer Vertrieb. Was ist hier erforderlich? Die einzige Aufgabe besteht darin, den Link, den habt ihr nämlich, wenn ihr angemeldet habt, habt ihr einen eigenen Ref-Link. Das meine ich hier mit diesem Link. Ja? Den Link verpackt ihr mit ein paar freundlichen Worten, wie, schaut doch einfach bitte mal hier rein. Dann den Link. Hey, das ist eine geile Sache. Ja? Oder das habe ich gemacht, das solltest du natürlich auch gemacht haben. Da wirst du gefragt, und hast du es gemacht? Ja? Oder die jungen Leute sagen einfach, guckst du. So. Und das schickt ihr alle an diese komischen kleinen Dinger, ob das Skype ist, ob das Facebook ist, ob das, ach, alles, was es da gibt. So, da schickt ihr euch das hin. Macht einfach euch mal die Mühe, dort nach dem Webinar euch einen Zettel in den PC legen, guckt überall mal rein. Bei WhatsApp, bei Facebook, bei Skype und so weiter und so fort, wo dann Namen drin stehen. Denn die haben Kontakte mit euch gehabt. Da habt ihr nur 100 Leute zusammen. Na gut, es ist ein bisschen Arbeit. Die muss man sich schon auf sich nehmen. Also nichts passiert, ohne was zu machen. Aber ihr habt die 100 Leute. Das garantiere ich und verspreche ich euch. So, und dann einfach machen. Einfach machen. Ein ganz wichtiger, eine kleine Folie, aber die hat eine Riesenbedeutung. Stellt euch einfach mal vor, Cryptex erfüllt alle Bedingungen. Das naheliegendste sind 3 Jahre. Vielleicht ganz kurz eine Bemerkung zu den 3 Jahren, weil ich weiß, manche stöhnen, 3 Jahre. Leute, wir sind verwöhnt. Wir lernen doch nur noch, wenn wir auf neue Projekte hingewiesen werden, in einem Monat bist du reich, in 12 Monaten bist du reich. Leute, prüft diese Geschichten ganz, ganz genau. In den meisten Fällen ist es Schmarrn. Es ist Mist. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, längerfristig zu denken. Es geht nicht, innerhalb eines Monates reich zu werden. Ja? Hier müssen wir 3 Jahre warten. Und
Ein Beispiel, was ich selber erlebt habe in den letzten Wochen. Ich war auf einer Geburtstagsfeier, ich war auf einer Familienfeier, wo wir uns immer jedes Jahr einmal treffen. Das sind vier Familien. Haben uns nach langer Zeit eben durch dieses Elend mit dieser Pandemie nie gesehen. Haben uns alle gefreut, dass wir uns wieder sehen. Und dann kam natürlich die Frage, wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen? Dann haben wir uns angeguckt, ey, das war vor 3 Jahren. Und dann kommt die zweite Frage, wo ist die Zeit hin? Leute, 3 Jahre ist nichts. Das garantiere ich euch. Klar klingt es jetzt erstmal, oh, ja, heute mache ich das, lege ich fest, muss ich 3 Jahre warten. Aber das ist real. Alles andere langsam. So. Und jetzt kommt die Frage. Alles geht in 3 Jahren in Erfüllung. Und es steht, hier steht ein 6-stelliger Zugewinn. Ob 6-stellig, ob 5-stellig. Aber er ist ein Riesenzugewinn. So. Das Leben von dir wird sich entscheidend verändern. Du kaufst dir ein neues Auto. Eine super tolle Kiste, wenn du Autoliebhaber bist. Und die Deutschen sind immer Autoliebhaber. Oder du baust dir sogar ein Haus, kaufst dir ein Haus. Die Leute ringsherum, ey, was ist denn mit dir los? Die fragen dich. Und am schlimmsten wird es, wenn dein Sohn dir gegenübertritt. Der fragt dich, ey, Alter, was ist denn los? Du fährst dir eine Kiste, die fahre ich nicht mehr. Du hast dir ein Haus gekauft. Und dann sagst du, du ahnst ja, was jetzt kommt. Du sagst ihm, du, da habe ich mal vor 3 Jahren das und das gemacht. Dein Sohn sagt dir unter Garantie, ey Alter, konntest du mir vor 3 Jahren auch mal was sagen? Dieses Szenario, was ich jetzt einfach theoretisch hier reingestellt habe, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wenn ihr eure Kinder, eure Enkelkinder nicht, dann macht doch selber diesen Account. Ist doch zugelassen. Macht selber diesen Account. Anstatt Weihnachten irgendwelchen Schnulli einzurichten oder zu kaufen, kauft so einen Account. Mit der Möglichkeit in 3 Jahren, glaubt mir, wenn das Enkelkind oder das Kind oder was auch immer 14 Jahre alt ist, in 3 Jahren, da kommt die Fahrerlaubnis, da beginnt das Studium, das kostet alles wahnsinnig viel Geld und ihr habt dann einen Batzen Geld. Ey Leute, das macht Spaß. Und das soll sich wirklich jeder einfach mal überlegen. Jeder, der Vertrieb macht, bekommt einen Bonus mit ein wirklich finanziellen Aufwand, maximal 100 Euro, da bist du dabei. Du kannst deine Zeit frei einteilen, gehst auf Arbeit, da kannst du natürlich nicht so viel machen, wenn du zu Hause bist. Heute machen viele Homeoffice und so weiter und so fort. Keine Vermittlerhaftung. Ich habe vorhin ganz am Anfang mal gesagt, ich war mal im Trading-Bereich tätig. Hey, Vermittlerhaftung, dort hast du schon, wenn du Trading gemacht hast, mit der Vermittlerhaftung mit einem Bein im Knast gesteckt. Das hast du hier alles nicht. Du machst ja, du bezahlst eine Gebühr fertig aus, da wird alles im Hintergrund gemacht. Eine einfache Akquise, die habe ich vorhin gesagt. Es gibt eine Menge Informationswebinare, nicht nur von mir, von Mario, von vielen anderen ebenfalls. Hohe Direktprovision, auch langfristige Gewinnbeteiligung, die du dann nach 3 Jahren kriegst. Es gibt Marketing-Tools. Ich verspreche euch, jeder, der Lust hat, der auch den Willen hat, wird durch uns unterstützt und kann dann ganz einfach auch Marketing-Tools gemeinsam genutzt werden. Ja, man muss es nur wollen. So, du hast 3 Möglichkeiten, 3 Einkommensmöglichkeiten, wenn du Vertrieb machst. Die tägliche Gewinnbeteiligung, die langfristig ist, die dir ausgezahlt wird am Ende der Vertragslaufzeit. In der nächsten Folie zeige ich euch, wie viel das werden kann. Die Direktprovision. Ja, das heißt, wenn du jemanden ansprichst, wie ich vorhin gesagt habe, einfach guck mal. Und der sagt, ey, noch ein Gespräch mit dir, das mache ich. Nochmal darauf hingewiesen, wie kann das aussehen, das Gespräch? Das Gespräch kann so aussehen, du sagst, ey, da habe ich einen, ich, mit dem machen wir mal eine Dreierkonferenz. Da machen wir eine Telefon-Dreierkonferenz, eine Zoom-Dreierkonferenz. Ich hatte diese Woche wieder Kollegen hier sitzen. Wir haben uns unterhalten. Ich habe denen das Ganze erklärt. Was haben wir gemacht? Anschließend haben wir einen Account eröffnet. Und der Kollege ist nach 3 Tagen bereit, diese Sonderaktion, auf die ich noch am Ende drauf komme, zu nutzen. Das ist der blanke Wahnsinn. Und das kann jeder machen. Das verspreche ich jedem, dass er das mit mir auch gemeinsam machen kann. Also es gibt eine Direktprovision und auch die, denn die geht Cash in the Dash. Die hast du sofort innerhalb von wenigen Minuten. Und es gibt dann, wenn man das Leader-Programm erfüllt hat, diese Leader-Provision, auf die gehe ich dann auch nochmal ein. Was bekommst du? In der ersten Ebene bekommst du 30%. Das war am Anfang mal 50%, da ging es aber nur bis zur 3. Ebene. Jetzt ist es erweitert bis auf die 10. Ebene. Und
Man kann das momentan noch gar nicht so richtig überblicken. Auch ich war ein bisschen erschrocken, gebe ich ehrlich zu, als hier plötzlich 30% stande und ich war es gewöhnt, 50% war eine stolze Summe. Ja? Wenn einer 100 Dollar investiert hat, habe ich 50 Dollar erhalten. Nein, das sind jetzt 30 Dollar. Aber es geht und unter Garantie werden sich viele, viele für diesen einfachen, nachvollziehbaren Vertrieb einfach entscheiden, machen das und dann hast du hier unten, kriegst du noch Prozente. Und das summiert sich auf. Das wird eine Riesensumme. Oder nach Vertragsende geht es sogar bis ins 20. kriegst du immerhin noch 1%. Es beginnt mit 8%, das kriegst du aber am Vertragsende. Aber nochmal, 36 Monate ist, ich hätte fast gesagt, ein Fliegenschiss. Okay, nehme ich zurück. Das Leader-Programm ist ein besonderes Programm. Dort musst du bestimmte Bedingungen erfüllen. Das heißt, du musst 100 direkt geworbene mit mindestens einem Kontrakt erreichbar haben. So. Ich bin es noch nicht. Ich habe mir auch das Ziel gestellt, bis Jahresende Leader zu werden. Und ich kann nur jeden einfach unterstützen, wenn das auch das möchte ich auch werden. Wir können dort eine kleine Challenge machen. Wer ist es zuerst? Wer ist zuerst? Leader können wir alles machen. Ja, das sind jetzt so kleine Geschichten, muss man nicht unbedingt machen, aber man kann es machen, wenn man sich versteht, warum macht man das Ganze. So. Und am Ende auch des gesamten Projektes Vertrieb will ich einfach nochmal klipp und klar sagen. Wir haben eine verdammt schwierige Zeit. Manche verlieren die Arbeit. Wir müssen jeden Tag dazu zahlen. Ob das Lebensmittel sind, erst recht diese blöden Geschichten mit dem Gas, mit dem Strom und so weiter und so fort. Wir wissen alle zusammen heute noch nicht, was uns morgen zukommt. Plötzlich dort gehen wir nämlich ganz anders ran, als wir hier 3 Jahre waren. Ja? Wir wissen, dass sich alles ändert, wie und so weiter und so fort, wissen wir nicht. Hier wissen wir, was sich ändert in 3 Jahren. Da kann ich nämlich, weiß ich, was da in etwa rauskommt. Ich weiß nämlich jeden Tag meine Prozentzahl. So, aber wieder zurück. Das heißt, wir sind irgendwo, sind wir, ja, wir haben Probleme. Und da ist es doch sinnvoll, was zusätzlich zu machen, zusätzlich Geld zu verdienen. Ja? Es gibt Cryptex, es gibt andere Projekte. Mache ich kein Hehl draus, noch 2, 3 andere Projekte dazu. So, und da verdiene ich mein Geld und da versuche ich auszugleichen, was auf mich zusätzlich rauskommt. So. Und das will ich einfach machen und das kann ich doch nur jedem empfehlen. Wer es nicht macht, um Gottes Willen, ja, der soll dann früh um 4 aufstehen und Zeitung austragen. Ist auch eine Möglichkeit. Und wohl dem, wer es macht und dann für die anderen ist die Zeitung da. Okay. Das Leader-Programm hat auch natürlich Vorteile. Du kriegst Prämien sofort ab der ersten Linie 5%. Das klingt wenig. 5%, wenn einer 100, sind das 5 Euro. Okay. Aber das geht in die unendliche Tiefe. Du bist immer dabei. Und mein Freund Mario nimmt mir das nicht übel, wenn ich sage, dieser Mensch, der ist eben immer dabei. Wenn ich irgendwas mache, kriegt der 5%. Der ist Leader. Der ist in der höchsten Position. Soll er doch gerne haben. Er hat sich bemüht, das zu erreichen. So. Und Gewinnbeteiligung auszahlbar nach Vertragsende ist genauso ab der ersten Linie bis in die Unendlichkeit 5%. Und das sind fantastische Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ich habe das jetzt hier einfach zum Schluss nochmal aufgeführt. Die einzige Aufgabe besteht darin, den Link, nämlich deinen Reflink, mit ein paar freundlichen Worten wie: Schau bitte mal rein, eine geile Sache habe ich gemacht, oder guckst du ausnahmslos an alle deine Kontakte senden. Ich habe gesagt, und wenn ihr ehrlich seid, ihr kriegt die 100 Leute. Natürlich machen die 100 Leute nicht sofort Cryptex, auch klar. Aber lass es doch 10 sein, die es machen. Punkt. Und beim nächsten Mal suchst du die nächsten raus. Da sind es dann 20 und so weiter und so fort. Deine Familie. Und was es da alles dazu noch zu sagen gibt, das sind ganz schnell 25 Leute zusammen. Das ist kein Hirngespinst, das habe auch ich gemacht. Hier sind nochmal die Möglichkeiten, Entwicklungsaussichten habe ich von Mario übernommen, wo das ganz klar ausgestellt ist, nach einem 5-Jahres-Kontrakt. So, und er hat das mal ausgerechnet, das mal daneben gestellt. Ja, aber bitte nicht überbewerten, sagt er selber. Das heißt, es gibt eine fünfstellige Zahl, 40.000. Ey, Leute, lasst es mal die Hälfte sein.
Schon das ist ein Wahnsinnsbetrag. Ja? Oder beim Dreijahreskontrakt, da kommen immerhin noch Wahnsinnszahlen raus. So. Und die Hälfte davon sind 15.000. Leute, davon könnt ihr euren Enkel einfach die Fahrschule bezahlen und einen Teil des Studiums. Das ist Fakt. Zusammenfassend möchte ich sagen, es ist kein Investmentrisiko, sondern nur $100 Gebühr pro Kontrakt erforderlich. Mehr nicht. Es ist möglich, mehrere Kontrakte abzuschließen, aber keine Pflicht oder wird von euch irgendwann mal abgefordert, sondern einfach der erste Schritt anmelden, $100 Gebühr bezahlen, fertig aus. Es ist eine überschaubare Laufzeit von 3, 5, 7 Jahren. Das ist jetzt aktuell, kann jeder nutzen. 2 und 10 Jahre kommen noch. Es ist komplett anonym. Alles ist anonym. Die Vorteile der Anonymität, von der ich noch vor meinem Jahr nicht überzeugt war, eindeutig nicht überzeugt war. Hätte ich jeden rausgeschmissen, der mir gesagt hat, das ist anonym, mach das. Heute bin ich davon überzeugt, weil ich die Vorteile der Anonymität kenne. Scam, Betrug ist ausgeschlossen, habe ich euch auch einfach nachgewiesen. Gibt es nicht. Es ist hier kein Scam, es ist hier kein Betrug. Es kann euch keiner Geld klauen. Und ein wichtiger Punkt ist der fünfte. Alle bisher fälligen Kontrakte sind nachweislich ausbezahlt. Damit gehen wir nicht hausieren. Wer das nicht glaubt, dem können wir das, sage ich jetzt einfach mal, auch irgendwo versuchen darzulegen. Ich will mich darauf auch nicht nachladen. Man muss einfach auch ein gewisses Vertrauen haben. Wenn ich das jetzt hier vor 23, vor 26 Leuten sage, dass alle fälligen Kontrakte nachweislich ausbezahlt worden sind. Ich kenne einen guten Freund, der das selbst schwarz und weiß gesehen hat. Ja? Das war eine siebenstellige Zahl. Wird es entschwindlich. Ja? Dann glaube ich das einfach. Punkt aus. Top Provision. Zuzüglich Gewinnbeteiligung, alles das habe ich euch in den vorigen Folgen gezeigt. Jetzt noch fast zum Schluss das Sonderangebot, das Eröffnungsangebot sagen. Für die neuen Dreijahreskontrakte gibt es ein Sonderangebot. Du kaufst 10 Kontrakte in einem Paket und erhältst 15 Kontrakte. Das heißt, du hast also 500 € Gewinn gemacht, schon alleine durch den Kauf. Ja? Ist eine fantastische Sache. Du bezahlst 1.000, natürlich mit einmal kriegst 15 Kontrakte. Also was Besseres gibt es nicht. Ich habe es gemacht, deswegen spreche ich so überzeugt davon. Ich habe inzwischen, 3 Kunden, einen davon, da haben wir heute angefangen und leider ist es Wochenende und die Banken spielen nicht so richtig mit, aber mit Sicherheit wird es spätestens am Montag über die Bühne sein, die das einfach genutzt haben. Ich kann es nur empfehlen. Ist keine Pflicht, sondern nur eine Empfehlung, mehr nicht. Was sind die nächsten Schritte? Anmelden, E-Mail-Adresse, Passwort, keine Verifizierung, habe ich mich schon ausgelassen. Der zweite Schritt ist die Einzahlung der Gebühren in Höhe von $100 in Bitcoin. Hilfe meinerseits jederzeit zugesichert. Und der dritte Schritt, das musst du nicht machen, optional Vertrieb. Das ist nichts anderes als Weitersagen. Also wer das nicht macht, muss ich ehrlich sagen, habe ich meine Probleme. So, es gibt weitere Möglichkeiten, um sich das mehrfach anzuhören. Ich habe also die Möglichkeit, jeden Freitag 19 Uhr mache ich das Live-Webinar zum Thema Cryptex. Ich biete auch automatische Webinare an, hat der ein oder andere schon genutzt. Und es ist fantastisch, wie viele dann auch reinkommen ins Webinar aus diesen automatischen, die sich das einfach mal angehört haben und sagen, jetzt will ich mal das Live-Webinar von dem Schröder haben. Das ist ja klar. Und die andere Möglichkeit ist halt die, einfach recherchieren. Im Internet recherchieren, bei Google, bei YouTube, einfach zum Thema Cryptex. Und ihr könnt euch weiterbilden. Okay, damit bin ich am Ende meiner Folien. Und werde erst einmal die Aufzeichnung.